Hallo liebe Leute, willkommen bei Mel22 auf der Challenge-Projekt. So, wir müssen Gras mähen. Aber von innen leckt's übelst vom übelst, Leute. Dann muss der Shellcache wieder nachladen. Warum leckt das so übel? So, wir fangen hier hinten an. Ausfahren. Fangen wir hier an. So. Aufsammeln. Wir sammeln auf, wir sammeln auf. Ganz krass. Also jetzt filmen wir zuerst das, was für die Phase das kommen, und danach haben wir jetzt eine Wiese, wo für die Tiere ist. Was mir auch überlegen bin, nochmal Wiese zulegen. Aber weiß mir nicht, ob ich jetzt hole oder erst vom Winter hole. Weil über die Winterzeit haben wir noch was noch zu machen über die Winterzeit. Weil über die Winterzeit müssen wir die Bäume von meinem Feld, mehrere Bäume wegratteln. Nicht wie ich die Dinge kriege, die Schneidwerk hoch kriege, weil ich schon lange nicht mehr mit der Lenker gespielt habe. Gut, der Excel musste eigentlich keinen GPS haben, aber weil wir danach Mais wechseln, brauchen wir die. Weil wir haben sehr viel Felder noch, wo wir dann nächstes Jahr ansehen müssen. Wir haben nur ein Weizenfeld und dann müssen wir gucken, wann wir die ganze Getreide loswerden können. Weil die Getreide muss dann nach alles weg. Weil ich habe eh keine Angst, dass wir Preis oder Geld immer haben. Also wir sind so weit herausgefordert, oder so weit, so wie wir Geld verdienen können. Aber auch wir müssen auch Geld dran denken, wo wir noch zusammenkriegen könnten. Dann die Separator läuft, da ist gut. Bin um. Weil Challenge ist, müssen wir eigentlich noch Leute haben, wo bei LU arbeitet, aber weil es das nicht geht, weil wir zwar noch zu klein sind. Wir suchen zwar noch Leute, ja. Aber die Challenge ist jetzt so fix, dass wir nur wir beide zocken. Also gegeneinander spielen, sagen wir mal so. Aber für die nächsten Projekte und ganz Zeugs suchen wir noch Leute. Wer Bock hat. Gut, die Mods sind so eingestellt, weil die Mods sind auf mich oder auf ihn eingestellt. Kann sein, dass er wieder ein oder andere kommt, ja, Feind, die Mods sind unrealistisch, die stationieren es. Das ist uns einfach egal, weil wir müssen mit dem klarkommen. Weil wenn wir jetzt Abfahrer hätten, dann wäre es wieder was anderes, dann hätten wir alles original gespielt. Aber weil wir nur zu zweit sind, ist so eingestellt. So, jetzt müssen wir so gucken, so schnell wie möglich jetzt alles aufsammeln können.
Na gut, ich könnte auch noch mit dem Schwarter drüber fahren, kriegen wir auch ein Watt weniger, aber ob es das gleiche ist wie nur mit dem Mehrwerk, das ist so eine Sache hingestellt, ne? Weil mit Schwarter wäre nochmal ein Fahr also ein Watt weniger gewesen, aber weniger schlimm. Weil wir hauen jetzt alles da rein. Weil wir müssen alles düngen. Und dann müssen wir nochmal. Problem ist, bei der Forstwiese, oder bei der Wiese da, wo wir dann Bäume weghauen müssen. Wir sind zwar ein bisschen viel, ja, aber dafür haben wir dann sauberes Feld. Da müssen wir halt pflügen. Pflügen Winter wird ein bisschen problematisch, nicht? Und dann bin ich auch noch am Überlegen, selbe Wiese platt machen und dann mal anderes Gras drauf stellen. Aber das dauert auch wieder lang, bis wir das Ding kriegen. Aber das ist dann egal, weil dann haben wir mal ein anderes Wiese, weil alles hier ist die Wiese hier. Die Wiese und die will dann auf die deutsche Wiese. Oder wir machen alles als deutsche Wiese, aber dann müssten wir vom Winter alles ansehen. Also hier sind wir auch gleich fertig. Dann nehmen wir das untere, vom unteren fahren wir dann rüber zu unserer neuen Wiese. Hey, haben wir noch die drei Wiesen? Wir haben die zwei. Ah ja, die noch und die noch. Die sind alles für die Parasitos und die ist für die Tiere. Weil die Tiere brauchen dann auch Futter. Wir haben momentan nur 100 Kühe, glaube ich. Ja, 100. Die Molkerei muss danach spät auch laufen. Aber wenn wir alles haben, dann wahrscheinlich zu spät, ja, zu spät runtergelassen. Egal. Aber das geht so ratzfratz die Ding drauf. Dann müssten wir dann zwei Wiesen kalken. Aber ich bin eben am Überlegen, mit ein Wiese warten kalken. Weil dann müssen wir eh noch einen Teil pflügen und dann kriegen wir eh automatisch oder ja, automatisch Kalk draufballern müssen. So, hier fahren. Wir haben schon 140.000 an die Gras. Also das Gras wird das mal richtig radikal, die Fasilo so so geballert. Bin mir überlegen auch noch den 3, den 39 für die Fasilos und den 924, den grünen von uns, an die Güllefass anzuballern. Weil wir müssen mehr, also umso mehr Gewicht, dass wir hinstellen können, umso schneller sind wir dann mit dem Ding dran. Müssen wir hier irgendwo hier müssen wir anfangen. So. Mal
Man könnte jetzt die links die Feld 30 ja Feld 30 also kaufen, weil da wäre eigentlich, was wir hier gucken, sind wir gerade hier. Die beiden vielleicht zusammen gucken, ob das wäre ein riesiges Feld. Nur ich weiß nicht, ob unser Geld das reicht. Aber das Feld wahrscheinlich, das Feld kostet uns 2 Millionen. Also Geld sparen, Leute. Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. Man könnte jetzt, ja, das Problem ist, Leute, weil die Chivatka nicht da ist. Da gucken, ob alles aufnimmt. Immer um überlegen, ein zweiter Extra zu legen. Dass nur zwei verschiedene Extra haben, aber wenn jetzt der hier stehen bleibt, weil wir Mais wechseln müssen, dann bleibt der noch stehen. Dann macht das eine Stunde nicht. Und da ist hat wenig Stunden und wir gerne den auch ein bisschen mehr auslassen können. Ich bin auch im Überlegen, ein Feld kaufen und da noch Pappen machen. Nur das Problem ist, Pappen dauert dann auch seine Zeit. Pappeln wäre auch mal oder so was Gutes, so nebenbei zu arbeiten. Aber Pappeln müssten wir um Erntezeit pappeln. Ja, man könnte vor dem Winter ansehen oder Anfangs Jahr, dann die Wachstum wird einfach Problem werden, nicht? Oder vielleicht bauen wir noch da bei Feld 55 oder so. Ne, bei Feld 55 wollte ich noch in dem Feld nebendran auch noch kaufen. Zu spät. Zu spät. So. Kaufen, das heißt, eigentlich wäre mein Ziel 56 noch zu kaufen und zusammenkuppeln. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, was wir Pappen machen können, zum Beispiel zu 59, 49. Da einfach Pappe drauf sehen. Zum Beispiel. Dass wir sagen können, gut, wir setzen Pappel ein. Bei Pappel haben wir jetzt ganz, ganz wenig gemacht. Und eben wie gesagt, wir suchen zwar noch Leute, aber Leute, wo fix bleiben, nicht nur sagen, ey, ich spiele mit, die spielen ein, zwei Mal mit und dann sind die gar nicht mehr da. Und sowieso, bevor die, also, sagen wir mal, alle Mods kriegen, weil alle Mods sind unsere private Mods und das bin ich nicht an der Lage, euch weiterzugeben, ganz klar, weil eben wie gesagt, das sind unsere Mods. Gut, ich habe es vor der Netz heruntergeladen, ja. Aber wieder umgeschrieben, so wie es wir uns passen. Dann würde ich eben noch gerne der Kalkstation auch noch laufen lassen. Bin ich wahrscheinlich zu spät. Ah ne, also hat aufgesammelt. Weil Pappel, das sind so Sachen, oder Kalk, weil so sparen wir wieder Geld, Leute, ne? Einmal würde ich gern mal unser Anhänger dahin, wo wir jetzt dran haben, mit 60.000 Liter befüllen. Aber warte mal, wie viel mag das Ding laden? Füllen. Dass wir mehr oder weniger Diesel, Steine gibt 10.000, gibt 50, also 100. 100 Ding gibt 1.000. Gut, wir haben wahrscheinlich vorher schon voll. Dann Kalk, 100.000 gibt. Ah, shit.
Da hätte ich lieber 100 zu 100 gemacht. Oder 150. Mal gucken. Vielleicht ändern wir das Ding auch noch um. Nach unserem Style. Wir sind auch am Überlegen, die Karte ein Upgrade drauf schmeißen. Nur das Problem ist, wir fangen zwar nicht neu an, also doch. Alle Wiesen sind dann wieder so, wie sie vor waren. Das heißt, wir hätten zwar alles noch, aber ich muss das so umschreiben oder umstellen, dass wir nichts mehr haben. Genau, dann habe ich noch gedacht, entweder die Rechtswiese hier noch zu kaufen oder die Links. Aber wir sind momentan so gut mehr oder weniger ausgelastet mit dem ganzen Zeugs. Darum lassen wir so, wie die jetzt ist. Den Separator läuft. Weil dann würde ich gerne dann irgendwann mal auch noch mal rauschen. Aber erst auf nächstes Jahr, Leute. Weil wir kriegen jetzt dieses Jahr Güller ganz, ganz wenig. Mist auch sehr wenig. Weil Mist und Ding gehen alles an die Biogasanlage. So, jetzt hier fahren. So. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie voll das ist. Mal gucken. Das sieht man nachher. Haben wir da. Was? Fahren wir mal kurz hier drauf. So. So. Ich hoffe, hier nichts drin gelassen. Nee. Aber ich hoffe, hier auch was drin gelassen. Wir müssen immer gucken, wenn wir was daneben haben, aufsammeln. Dann die Bäume, die hier bleiben, in diesem Feld. Aber da müssen wir nichts ändern. Nur vor der anderen Wiese. Warte mal, ich sag mal nicht, das ist schon fast voll. Schon gedacht. Eigentlich sollte es sehr viel reinpassen. Oh, das hat schon gut aufgeladen. Oder aufgefüllt. Weil jetzt sieht ihr dann auch die restliche Wiese noch. Immer 0%. Hier würde ich gerne mehr eng nehmen, aber das ist wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Oder nächstes Mähen würde ich gerne das Feld noch größer schneiden, also größer Ding nehmen. Dann es kommt jetzt Rüben Ding und danach kommt die Wiese. Der Wiese wird dann für Tiere. Da oben sieht ihr jetzt und da die Seite, ihr seht da oben. Und da auf die Seite noch zwei Wiesen. Da wird die obere Wiese wird eben wie gesagt so für die Fahrsilos mit dazu genommen und das von links das kommt für die Tiere. Jetzt war wenig, weil wir haben beiden nicht gemäht und schon Ding, weil sie war schon Wachstum. Dafür kriegen die jetzt erst mal Düngung.
Genau. Projekte wahrscheinlich so, dass wir genau hier würde ich noch auch vielleicht noch ein oder andere Bäume auch wegraspeln. Vielleicht, aber nur vielleicht. Was war jetzt? Weil die Bäume, wenn die weg sind, können wir mehr mähen. Also wir haben mehr auch denn für die Basilos oder für die Tiere. Kommt dran. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir mit dem ganzen Zeugs, wo wir jetzt noch machen müssen für die Tiere, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich komplett reicht. Weil wie Sie hier links, weil wir für die Biogasanlage was falsch gemacht haben, da wieder Punkt, wo ich sehe, wo ich sagen kann, dass ich und wir können nicht mehr gerade biegen. Darum haben wir den wieder verkauft und so neue Wiese gezogen. So, wir fangen von hinten. Man könnte, ich weiß nicht, ob ja, weil eigentlich ist es egal, wie wir anfangen. Weil die Wiesen ist ein bisschen komisch. Fangen von hier an, weil dann können wir das kleine Ding vorne auch wieder nehmen. Dann die ganze Zeit mähen. Also die ganze Zeit aufsammeln. Also ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was wir denn, weil über die Winterzeit wird es wahrscheinlich mit Forst sehr, sehr viel laufen. Also Ackschnitzel machen. Weil Feld 39, ist das Wiese oder? Wo habe ich die gesehen? 49 meine ich. Die ist eine Wiese. Nee, das ist schon das Bett. Ah ne, runtergegrubbert. Gut. Können wir die nehmen? Beispiel. Beispiel noch über den. Dann. Teilweise bringt das Licht gar nichts. Gar nichts. Das Licht halt stellt uns teilweise ein bisschen weg. Sind bald Ende von der Folge. So, und jetzt müssten wir. Also Düngen und Kalken müssen wir nur zwei, also Kalken müssen wir zwei Felder, also die rechts vorne, da vorne rechts und das neue für die Tiere. Die müssen bald kalken. Nur die Sache ist, muss ich kurz gucken, weil ich muss ein bisschen zurückfahren. Weil ich oben die Bäume weg haben will und das Feld größer machen will. Oder möchte. So, jetzt fällt es nach oben. Das oben, das kommt eben weg, das ganze Forstgebiet. Unten auch noch, dass wir dann wirklich komplett diese haben. Dann. Weil, umso, eben wie gesagt, Leute, umso mehr, dass wir machen können mit der Wiese. Darum bin ich mal am Überlegen, ob wir Wiese als deutsche Wiese machen. Also als, wie heißt jetzt das Gras-Ding? Ja, deutsches Gras. Machen möchte.
Machen wir auch. Wir nehmen dann einfach oder wir mieten eine andere Seemaschine. Mieten die. Dann machen wir auch nur noch die zwei neue Visa dann als Deutschvisa. Vielleicht. Mal gucken. Aber dann müssen wir leider auch walzen, ganz Zeugs, weil ohne Walzen geht gar nichts. Weil die Walz können wir auch mieten. Kleineres oder vielleicht auch das größere. Dann Radfratz durchfahren. Den haben wir auch. Und dann gucken wir mal, was es braucht noch gibt, immer noch. Da würde ich von meinem Modder nehmen. Aber nein, die ist einer da. Rüben machen wir gar nichts, aber. Entweder das geleckt oder hat der Haninger irgendwo gehangen. Irgendwo. Aber wahrscheinlich irgendwo gehangen. Irgendwo. Kommen wir nach vorne. Darum sage ich es. Und die macht dann im Offline-Modus noch schnell die ganzen Felder schneller als fertig. Weil es kann sein, dass wir müssen ganzen Gras oder wahrscheinlich, nee, ich mache wahrscheinlich nur das, was für die Silo kommt. Gucke das Ding, den Anhänger schon mal im 724 und Black Beauty. Und dann, dass ihr seht, wie die Phase da reinkommt. Und wie ich so mehr oder weniger machen würde. Weil die macht es komplett anders, im Gegensatz zum einen oder anderen Leuten. Jetzt müssen wir schnell gucken, wie voll ist jetzt der Rampe. Könnte langsam voll werden. Na langsam. Weil wir haben schon über 400.000. Das heißt, dein Zähler kriegen wir eh schon voll, die großen. Prozent. Mehr als die Hälfte schon voll. Aber was wir jetzt wirklich noch zulegen, dass ihr seht, fehlt. Ich bin entweder blind, Leute. Ja, das ist Schieber nicht drin. Die ein Schieber fehlt. Weil von denen habe ich drei ja drin. Ein Schieber fehlt. Ja. Nee, Winterdienst, nee. Den oder eben wie gesagt, einen hätte ich gern von ihm übernommen. Was kein Schieber da? Ja, dann müssen wir die Standard nehmen. Großen.
Geldin haben wir gar noch gar nichts. Aber vielleicht holen wir nächstes Mal. So, wir fahren nur noch die Bahn und dann beenden wir die Aufnahmen. Dann mache ich alles andere schnell offline. Aber wir kriegen wahrscheinlich auch jetzt den voll. Also ich glaube, dieses Feld kriegt das Ding kaputt voll. Als Lehrmittel müssen wir dann später auch noch holen. Aber bevor wir noch, will euch noch schnell zeigen, ob die Separator jetzt läuft, weil gestern und bei der vorherige Folge war noch die Separator irgendwie auf 32 oder 62 Liter an Separator drin. Und jetzt will ich gucken, ob das Ding jetzt besser gelaufen ist. Weil der Separator brauchen wir. Wollen wir nicht am Laufen lassen. Sonst kriegen wir Probleme. So. So, 79%. Rennen wir schnell rüber, dass ich euch schnell zeigen kann. Weil der Biogasanlage, was wir gebaut haben, das ist ja für die kommt die LC. Ah, hier ist die. Müssen wir unten rechts gucken, was. Ja. Aber läuft die eigentlich? Einschalten, ja. Ah, eben. Ja. Wenn wir jeden Tag müssen einschalten, das wäre ein bisschen problematisch. So, mein Lieben. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.